Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks und wir sehen, ich bin auch gerade, ich habe mich auch wirklich erst gerade eben erst eingeloggt. Es ist ja auch noch ziemlich früh. Die haben ja mit dem Patch heute den Hintergrund verändert, weil ja 2 Jahre das Jubiläum war. Da müssen wir doch gleich erstmal gucken, ob man jetzt vielleicht doch endlich mal nochmal den T9 Dingens kaufen kann. Nee. Aber wir haben es auch noch nicht verändert. Nee, gut. Ich dachte, das hätten sie schon verändert. Haben sie aber nicht. So. Und heute starten wir. Und das ist eine coole Grafik. Heute starten wir der ersten Runde natürlich wieder mit unserem geliebten T71, mit dem wir jetzt endlich mal Richtung T69 gehen wollen. So, und ich habe hier einen kleinen Energy Drink, den werde ich jetzt trinken. So, und dann werden wir mal gucken, ob wir irgendwas erreichen können. Wie gesagt, meine erste Runde heute. Also könnte sein, ich verkacke die, aber ich hoffe es mal nicht. Ist ja eigentlich auch eine coole Karte, also mir gefällt die jedenfalls richtig gut. So. Ich schalte mir erstmal hier den Panzer frei. Und dann, wenn ich mal einen 10er habe, einen T57 Heavy, weil das ist mein Ziel, und dann wäre ich mir auf jeden Fall. Nee. Dann wäre ich auf jeden Fall mal Richtung E4 spielen. Das eigentlich ganz super, muss ich sagen. So, gucken wir mal. Das ist eine, sag ich mal, eine relativ begehrte Map. Manche sind natürlich Hasser und sagen, oh, ich mag überhaupt keine Karte, jede Karte ist scheiße. Die Karte müsste vielmehr auf meine Seite ausgelegt sein. Wenn ich nämlich verliere, dann ist die absolut scheiße für mich. Manche sind nämlich so. Ich sage einfach zu allem Scheiße. Mal gucken. T25-2. Wir werden einfach mal hier gucken, ob der jetzt gleich rauskommt. Ja, sieht gut aus. Volltreffer. Da habe ich schon den ersten gekriegt. Wir haben sie überrascht. Oh, der IS hat mich sogar erwischt. Das Arschloch. Da vorne mal. Ja, ich bin die Arty. Ich schieße auf den Light Tank. Tolle Arty. Echt eine super Arty. Bleiben meine Kollegen. Ich glaube, und die Arty schießt. Der kommt. Ja, ganz okay. Dann decke ich mal was auf. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Okay, da könnte ich nichts machen. Weil vom Feuer hatte ich ja, könnte ich nicht mehr retten. Scheiß T25-2. Oh, wie gesagt, meine erste Runde. Was soll ich da groß erreichen? Spielen wir mal eine Runde T20. Arl hatte ich gestern eigentlich auch eine gute Runde. Spielen wir mal eine Runde Arl. Oh, es ruckelt jetzt ein bisschen im Menü durch das neue Design, sag ich mal. Ah, mein Mod funktioniert noch, das ist absolut. Ich bin ja mal gespannt, wenn sie endlich den Patch aufspielen mit dem Leopard. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel sich gleich den Leopard kaufen zu Anfang an. Ich meine, was bringt es sich vor einer Million eine freie Erfahrung zu holen und dann, wenn der erscheint, sofort den Fall zu spielen. Was ist da der Sinn dran? Was ist da der Sinn? Das Spiel besteht doch daraus, dass man sich neue Panzer freischaltet, oder? Also jedenfalls ist es meine Meinung. Keine Ahnung, was anderes soll ich sagen. So, gucken wir mal hier in der Stadt. In der Stadt lang. Bewegung! Kann da zu uns. Fünfer. So. Bis 2,7er dabei. Gucken wir mal. Das ist ein Typ T34. Die fahren wir ganz hinten lang. In der Hoffnung, mit dem Auto irgendwas zu erreichen.
finden, da bin ich aber eigentlich immer scheiße dran, ehrlich gesagt. Jedenfalls da lose ich immer total ab, wenn ich da hinten stehe. Meistens. Nicht immer. Klasse, und da lässt sich dann der erste von uns wegfahren. Wie sie da gleich rübergerast ist, ey, das muss man nicht verstehen. Schön durch den Krater. D20, ne, mit dem würde ich mich ungern anlegen. Aber ich fahre mal lieber nicht hier hinten lang. Ich stelle mich mal lieber in der nächsten Reihe hin. Die ist ein bisschen besser für mich. Oder ich probiere es mal, besser gesagt. Da ist doch ein Panzer 4, den kann man doch vielleicht einer versammeln sofort. Ach Mist. Ach, scheiß T20, ja komm, Partner, einen auf. Genau, du hast ja schon die 90 mm, toll. Es war so klar, dass ich nicht treffe. Ist immer so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Klick mit dem Löffel gefressen bei dem Spiel. Das ist, gibt's doch nicht. Dreimal auf die verfickte Straße geschossen, ey. Los, kommt. Ja, und der war doch genau in der Stelle, wo der Schuss eingeschlagen ist. Mach verdammt nochmal. Manchmal könnte ich mich einfach bloß aufregen. Oh, jetzt kriegst du hin, ne? Ach, das wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn die verschissene Kugel mal da durchgeflogen wäre. Tschüss, Kette. Was ist denn jetzt los? Das leckt das erstmal extrem. Ja, ach komm, er macht mich von hinten fertig. Ja, jetzt kommst du von vorne. Ach, was soll ich da machen? Was soll ich da bitte machen? Ja, los, T50, jetzt kannst du mich von hinten holen. Genau, fickt euch doch! Ach, solche Runden hasse ich. Ach, komm. Mich doch alle am Sack. Na los, probieren wir es doch mal mit dem T20. Ach, das demotiviert schon wieder so sehr. So. Gucken wir mal, was wir am Hafen erreichen können. Ob wir da irgendwas reißen können. Was haben wir so? Pick Grey Wolf. Asmodan, ich hab noch nie Diablo gespielt. So, gucken wir mal. T20. T20 Power. Gucken wir mal, gucken wir mal. Legen wir los. Legen wir los. Jagdpanther. 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 So. Hasen wir einfach mal die ganzen Kisten um. Naja, gucken wir mal, was wir hier vorne so kriegen können. Ach, es kommt überhaupt niemand. Ja, ich fahre oben lang. Ach.
Was ist denn heute wieder los mit meinem Zielflick? Oder irgendwie ziele ich heute sowieso irgendwie verschissen. Ich habe keinen Plan, Alter. Wo ist unser Light-Aufklärtank? Da macht jetzt unser Artis-Platte. Niemand hält mehr auf. Ja, da kommen noch viel mehr von den Scheißdingern. Na kommt. Kommt ihr kleinen Scheiße. Gucken wir mal von hier hüben aus der Lücke. Dann erwischt. Erwischt! Ich habe ihn erwischt. Erwische ich den auch? Natürlich nicht. Ich schieße natürlich gegen die. Jeder Schuss sitzt genau auf den Punkt. Oh, da hat leider kein Löschkit mit. Kein Falllöscher. Tja. Oh. Jetzt müssen wir rein. Ich wetten, der Schuss fliegt gleich gegen die. Gegen den Waggon. Hey, er hat gesessen. Schön von der Seite. Schön von der Seite rein in den Panzer. Oh, IS-2. Deine Wand ist übrigens kaputt, M4. Mal sehen, kann ich noch einen treffen? Natürlich gegen den Waggon, ja, natürlich. Fahr mal rüber. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Das tut mir jetzt aber leid. Oder auch nicht. Hallo, ist Artie, schieß auf mich. Oh. Der ist abgeprallt. Der ist leider abgeprallt. Ja, ich bin der IS-2, ich treffe aus jeder Position. Ich hab zwar so eine beschissene Russenkanone, die überall vorbeischießt normalerweise. Aber wenn es mal ganz knapp ist, dann treffe ich natürlich. Und gleich nochmal getroffen, genau. Sofort, sofort, super schnell gezielt und getroffen. Ich bin aber auch der Einzige, der hier hüben ist. Ey, da kann ich wieder abkotzen. Da kann ich einfach bloß hinreiern. Hallo, IS, du darfst mich doch beim Vorbeifahren. Klar, komm. Probier's. Ja, ich bin so bescheuert. Das ist natürlich genau in der Lehnstrecke hier ein Haufen Scheiße. Oder? Sehr schön. Danke. Puh, was ein Glück. Immer noch nicht gestorben, ne? Das läuft doch noch. Noch geht's. Manchmal könnte ich einfach bloß abkürzen mit dem IS-Quader. Die Kanonen schießen sonst irgendwo hin, wo niemand weiß, wo der Schuss angekommen ist. Aber wenn es so knapp ist, da sitzt natürlich der Schuss. Da sitzt er ganz locker. To the right side. What happened to the right side? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Da drüben war doch noch ein bisschen was. Ich fahre mal zurück. Da
kommt der Jagdpanda. Der Jagdpanda hat noch volles Leben. Na, da weiß ich ja, wer hier gewinnt. Verloren, wir sind bewegungsunfähig. Hallo, ist Jagdpanda, du triffst doch. Ich kenne dich doch. Hallo, schieß. Nicht mehr drüber einnehmen. Ich versuche nochmal zu resetten, aber meine Kette ist kaputt. Irgendwie, ja, ich habe sie ja repariert, aber irgendwie fahr ich trotzdem da. Stinkt langsam. Try to go to our base. Ich bin doch schon unterwegs. Schneller kann ich immer nicht fahren, ne? Das schaffe ich nimmer. Das schaffe ich nimmer. 25 Sekunden. Ich setze dich auf keinen Fall unter Druck. Muss ich bloß noch treffen, wenn ich da bin. Oh, so ein Pech. So ein verschissenes Pech wieder. Ich habe getroffen, aber natürlich Abpraller. War ja klar, der hat ja noch 182. Das war ja sein Tod gewesen. Der prallt ja der Schuss erst nochmal 20 Mal ab. Verloren, verloren, verloren! Ja, wir wollen dich halt mal wieder ärgern! Fick das Spiel heute Mittag wieder. Kann ich mich wieder aufregen. Gerade das war genau wieder die gleiche Scheißsituation, wie ich schon oft gesagt habe. Wäre da durchgegangen, hätten wir gewonnen. Aber der Hinter musste ja abprallen. Obwohl es. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Das ist so zum Kotzen. So sehr zum Kotzen. Manchmal kann ich sagen, fick dich World of Tanks, willst du mich bloß ärgern oder was? Wahrscheinlich. Get to the wood, please! Na klar, geht alle in den Wald. Da können die anderen ruhig einnehmen. Oh Gott, ey. Ich kann mich so aufregen gerade. Der muss natürlich abprallen. Hätte einen Schaden gemacht, wäre die Sting resettet gewesen. Oh nein, ich muss abprallen bei 99%. Das ist ja klar, du, da musst du unbedingt verlieren. Oh Gott, ey. Gott, oh Gott, ey. Fick dich doch. Einfach bloß. Komm, wir ärgern dich ganz gewaltig. Zweimal daneben. Sonst trifft die Kanone immer. Aber nicht, wenn du schießt. Da geht jetzt zweimal daneben, die ersten zwei Schüsse. Ich ziehe auf dich. Aber nicht so. Los, schieß, schieß, schieß. Ich fahr sofort weiter. Guck mal, was mit dem Tiger 2. Wo er ist. Wo er hin ist. Tiger 2, wo bist du denn verschwunden hin? Da ist ein T20, da ist der Ferdinand, da ist ein IS-3, oh 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 oh. Es tut mir aber so leid. Ein Abpraller an der Art wieder. Ach, das ist doch zum Kotzen. Wieso prallt denn der Scheißschuss? Das ist doch zum Kotzen! Wieso prallt der verfickte Schuss ab? Sonst geht er bei 10er Panzern durch, aber bei einer Arti prallt der Schuss natürlich ab. Das war wie zuletzt mit dem Objekt. Zwei Abpraller an der Arti mit dem Objekt. Fick dich doch, einfach bloß.
Mann, oh Mann. Ihr merkt, ich bin heute etwas gereizt. Aber wenn das immer so ist, das ist ja klar, dass ich da explodiere. Und das ist immer so bei mir. Klar, nee, jetzt treibe ich nicht. Ich bin ein Scheißpanzer. Tiger, nee, das... Ja, fahren wir mal eine Runde Tiger. Entschuldigung, dass ich mich so aufregt. Es tut mir leid. Ich versuche mich besser im Griff zu haben. Aber bei so einer Scheiße ist es einfach bloß so, dass ich mich aufregen muss. Wieso prallt der Schuss wieder ab an der Arti? Es war schon ein Wunder, dass ich überhaupt getroffen habe, denn von dem Tiger, der wesentlich näher stand an mir, den habe ich nicht getroffen. Da sind drei Schüsse vorbeigegangen und Arti hat getroffen. Genauso vor uns mit dem Komet. Das ist... Ich bin ein Komet, ich habe 500 Panzerung. 90 mm kommt immer nicht durch bei mir vorne auf der Geradenblende. Aber war ja klar, dass der abprallt. Der hat ja noch 180 Leben gehabt und der Schuss hätten ihn ja getötet. Deshalb muss er es noch 10 Mal abprallen. Ach Manu. Es ist einfach bloß zum Katzen. Manchmal ist es einfach bloß zum Katzen. Mal gucken. Wir werden jetzt wieder etwas fröhlicher spielen. Juhu! Fröhlicher! Yeah! Wenn ich nicht wieder geärgert wäre. Aber muss ich auch mal über irgendwas aufregen. Manchmal ist es hier einfach bloß zum Aufregen. Ihr habt ja gesehen, wie es ist. So ist es immer bei mir. Jede verschissene Runde ist es so. Ich versuche mich mal hier hinzustellen. Hier in den Busch. Es ist schon wieder zum Kotzen, dass ich wieder mit dem 7er Panzer hier wieder in eine 9er Runde gekommen bin. Mit jedem 7er Panzer komme ich in 9er Runden und mit 8er komme ich in 10er Runden und mit 6er komme ich in 7er Runden. Ach, das ist doch einfach zum Kotzen. Ja, natürlich prallt er ab, ist ja ein 9er, dass ich denn da durchkomme. Ich bleib lieber ein bisschen nach hinten und versuche irgendwas aus der Entfernung wegzuballern. Ich will FCM treffen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wohin der hin? Der ging nicht durch. Keiner geht durch. Ist ja klar, sind alles 9er, außer der, das ist natürlich ein 8er, aber. Ach, das ist gemein. Wirkungstreffer. Oh, hat sogar mal Schaden gemacht. Jetzt hinten auf dem Turm. Ja, ich gehe vorbei. Ich gehe vorbei. Ach komm, sterb. Sterb. Komm mal, da sterb. Gehst du kaputt oder ich mach deine Messer, Muttermesser von hinten? Der Tiger ist auch so mein Lieblingspanzer, einer mit dem ich überhaupt nicht zurechtkomme irgendwie. Wohl alles eingebaut, außer dem größten Motor, deshalb schleichen wir hier auch so hoch. Wir schaffen es. Schieß das Flugzeug ab. Ach, da komme ich doch sowieso bei keinem durch. So. Jetzt fahren wir hier mal rauf. Scheint zu regnen draußen. Wenn es regnet, ist ja was ganz Seltenes. Tiger hat auf mich geschossen. Ja. Ah, das ist ja wieder eine super Runde. Da haben wir ja heute wieder alle Runden verloren. Oh, schön, super. Genau deshalb mache ich normalerweise Aufnahmen, nicht in der Mittagspause. Los. Ach, da steht der FCM. Oh.
wieder. Ich bin super pushing und ich feuere dich von hinten ab. Und natürlich Richtschütze mit dem ersten Schuss kaputt. Ja, es könnte ja auch der Fahrer sterben oder so. Aber nein, es stirbt ja der Richtschütze. Wirkungstreffer! Ja, jetzt kommt gleich noch von hinten der andere. Ach, das ist doch zum Kotzen. Das ist doch einfach bloß noch zum Kotzen. Manchmal ist es einfach... Na los, einer muss doch bloß noch schießen. Turmsteuerung. Yeah, dreh dich in Hochgeschwindigkeit. Und ich habe sogar noch mal Schaden gemacht. Fuck you, Sub Idiota! Hehe! Ach, ihr seht, ich freue mich heute schon wieder über die Gefechte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, die Aufnahme. Ja, mir mal beim Fluchen zuzuhören, ist doch mal was. Das mal! Hehe! Plus 23. Ah, gucken wir mal. Ah, ich versteck mich. Ich bin eine AFK-Arti. Ah. Gucken wir mal. Der wohl noch was treffen hat. Wir hatten da den hier gesehen. Aus der Entfernung. Der erste ist abgeprallt. So. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wieder mal, wie ich abnoob. Aber das hat man ja öfters mal. Und ich hoffe, ich schalte morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play World of Tanks im Solo-Modus. Und abonnieren, liken, teilen, alles Mögliche. Bitte. Also bis morgen. Tschüss, euer Michi. Tschüss.